Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 auf der Cannon Crossing. Wir sitzen natürlich hier noch in unserer Bresse drin, hier nahtlos zur Montagsfolge, machen wir ja weiter. Die sollte ja jetzt am Feld ankommen und sollte eigentlich anfangen hier Pellets zu pressen. Ist ja mit Übergabe eingestellt, mal gucken, ob das funktioniert. Das sieht erstmal ganz gut aus, fängt auch gleich hier direkt so an. Und ja, Heu wird aufgenommen. Da geht es hier los. Und es werden hier hinten Heupellets gepresst. Da krümeln sie raus. Ja, und der Abfahrer sollte dann ebenfalls funktionieren. Gehe ich mal davon aus. Kann sein, dass wir ja noch einen zweiten Abfahrer brauchen, weil er will jetzt hier 4 Stunden brauchen. Also er holt nicht den Schwadwender ein und er holt auch nicht Presse ein, den Mäher ein. Und der Schwadwender braucht ja länger wie der Big M. Ne? Bloß nicht alles schön geschwadet. Hier liegt noch teilweise ein Krümelgras. Aber wenn nicht, müssen wir da nochmal einen Sammelwagen drüber schicken oder irgendwas. Er hat auch nicht alles erwischt, aber gut. Die Presse interessiert das nicht. Die nimmt ja eh bloß Heu auf oder Stroh. Gut, den können wir ja arbeiten lassen. So, wir räumen mal hier vorne noch unseren Sammeltransport weg hier. Da kommt schon wieder an hier, Kollege. Aber da könnten wir doch den eigentlich den. Warte mal, hier, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Achso, ich hab's ja am Anhänger drin. Schade. Es wird nichts. Oh ja, er fährt schon los, okay. Machen wir bestimmt noch zweites Abfahrgespann. Ich weiß nicht, ob auf unser anderes. Auf unser anderes Gespann, das kleine. Ob es da geht. Ich weiß zwar nicht, wo ich das Gespann dann hier parken soll. Das war vielleicht ein bisschen unüberlegt, hinten noch ein Drehschemel dran zu hängen. Ne? Aber das wird sich zeigen. Ne? Ja, hier können wir dann noch weiter Hafenviertel abreißen hier und Wohnung hinstellen. So, wo geht's denn hier rüber? Da vorne. Ja, die nächste große Aufgabe, mehr oder weniger, ist eigentlich, da oben lesen wir es, Glas ist leer. Recycling ist es Glas leer. In der standen noch zwei mit Glas leer. Hier Candle Shop ist auch das Glas für 20 Minuten, bis es leer ist. Also wir werden noch Glasproduktion bauen müssen. Dazu müssen wir uns natürlich noch Land kaufen. Ne? Ach so, ich habe noch gar kein Holz verkauft, diese Aufnahme. Oh, ich habe noch keins abgeschnitten. Ah. Eigentlich wollte man jedes Mal, wenn ich hier Aufnahme starte, wollte man Holz verkaufen, ne? Ja, gut, müssen wir. Ja, weiß ich jetzt nicht. Mache ich jetzt nicht. Oder können wir das nicht gleich hier in. Oh, hier unten stehen Flakes da. Wo ist denn der Abfahrer? Ach so, der steht oben. Der sollte doch. Wo passt das hier überhaupt noch? Hat das überhaupt mal einer geguckt, wo wir das Teil platziert haben hier? Ja. So,
Genau, wir brauchen was zum Palettenfahren, weil die Produktion voll sind. Kegel. Wir haben doch aber noch. Ach hier, genau, hier ist er doch. Hier. Ach, der springt nicht an hier. Kaputt. Also kurz nachdenken. Doch, das kriegt man hier drauf. Das kriegt man hier drauf. So, unsere Getreideernte läuft natürlich auch unten auf Feld 12. Da haben wir gestern überhaupt nicht hingeguckt, vorgestern in der Folge, ne? Oh, er hat sich nochmal Dünger geholt. Ja, der düngt immer noch unser neues Feld. Ja, hier drüben, ja, ist nicht weitergegangen, ne? Also ein halb aufgeladener steht da. Auch wieder sehr spät. Gut, hier vorne ist abgeschalten, ne? Da taucht da nichts auf. Ach, hier funktioniert es diesmal, dass nicht mehr ausgelagert wird. Im Multiplayer wird ja permanent ausgelagert, ne? Ist aber auch nicht Tomaten, ist noch nicht voll. Tomaten fast voll. Hier geht ja auch nicht rein. So, sind nur bloß wieder halbe Paletten, oder? Oft sind Paletten Tomaten. Salat sind es 8. Zweiten sind die Pilze voll. Fahren wir mal noch darüber. Oh, hier steht was draußen. Werden wir noch ausgelagert hier. Die anderen stehen alle auch auf Auslagern, würde ich sagen, oder? Da müssen wir heute gleich mal noch eine ganze Gewächshausrunde hier machen. Dann macht es natürlich Sinn, wenn ich die anderen vorne das erste Gewächshaus auch auf Auslagern stelle. Ne? Bei dem Single stört das ja nicht so, die vielen Paletten. Sondern wir gucken mal, auf was das hier steht. Hier produzieren wir ja nur Herrn Kürbis. Achso, ich bin allzu tief geraten. Auf Auslager.
So, die Zwiebeln und die Gurken. Laut die Karre. So, die Zwiebeln und die Gurken. Das ist das richtige Gewächshaus. Den auf Auslager. Wir können die da alle hier durchgucken, muss ja nicht jedes Mal aussteigen. Rotkohl und Weißkohl steht auf Auslagern. Drüber Wassermelone und Ananas steht auf Auslagern. Erdbeeren und Pilze stehen auf Auslagern. Ja, die sind natürlich drin geblieben, erstmal, weil es ja voll war, dann, ne? Während erst die Erdbeeren ausgelagert, ne? Dann müssen wir ganz einfach hier oben im ersten Gewächshaus die Tomaten und den Salat auch mal auf Auslagern stellen. Ich weiß, wird noch welche drauf passen, aber da können wir auch ausladen fahren hier. Das ist egal. Hier kommen natürlich auch noch welche raus, ne? Ich muss dann ein paar Minuten noch mal hergucken. Ach so, ich hätte mal ausschalten sollen, oder? Sonst Leder ja so komisch. So, haben wir hier noch Wassermelone und Ananas. Hier haben wir auch schon richtig viel drin, ne? Wie geht denn überhaupt hier rein in jeder Sorte? Ui, das Ding ist fast voll. Leck mich fett, da müssen wir irgendwas machen. Wir kriegen ja bald nichts mehr rein. Ach so, hier ist schon. Hier war ich ja schon abholen. Ich stelle ihn mal hier vorne rein ins Gewächshaus, da stört er niemanden. Ah ne, hier ist noch voll. So, habe ich wieder nicht richtig abgeladen. Wir fahren dann auf den Ausleiter. Wir fahren dann hier noch mal eine kurze Runde, ein paar Minuten. Da kann jetzt noch mal alles ausgelagert werden. Flüssigdünger fast voll. Aber tun wir den Flüssigdünger nicht verteilen?
Kurz was gucken am Hof. Hier. Da steht er verteilen. Trotzdem ist er fast voll. Das ist gut. Da haben alle Flüssigdünger gekriegt, die schon mal welchen wollten, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Ach so, Fass steht jetzt nicht hier, ne? Den müssen wir einfach umlagern dann. Oder wir lassen das. Na gut. Ja, wir haben auch hier schon 208.000 Liter drin. Müssen wir bei Gelegenheit mal machen. So, Glas. Naja. Ja, im Bretter. Die Situation wird besser, würde ich sagen. Ne? Unsere Düngerproduktion, was will die? Die hat doch eigentlich, kriegt Leute eigentlich versorgt, oder? Die kriegt doch über Verteilen, kriegt die doch Kompost. Weil wir könnten auch immer noch Mist reinfahren. Ja, passt doch bloß eine Ladung rein. An die 100.000 sogar. Dann wäre dort ein bisschen mehr Ruhe, aber gut, dann wird dann weniger Kompost reingefahren. Gut, ja. So, was macht er hier? Ach so, ich habe drüben am Heizkraftwerk habe ich unseren Ballenfahrer vergessen, würde ich sagen. Der natürlich wieder Wasserfahrer blockiert. Müssen wir mal gucken hier. Das ist Mist. Das ist nicht das erste Mal. Geh doch mal weg. Den nehmen wir mal hier so ein Stück zurück. So oft, wie ich den hier stehen lasse. Sollte das so rum auch gehen. Wir nehmen mal hier noch ein paar Punkte raus. Dass er ein bisschen langsamer fährt. So, 9.41 Uhr, dann können wir da erstmal ja ein paar Nägel noch versenken, ne, die hier so rumstehen, oder? Zack. Ja. Irgendwann kriege ich sie alle. Full. So, dann kann er hier aus und zu Feld 6 zurück, weil dort liegen noch ein paar Ballen rum. Die muss er noch wegholen. Weil es wird nämlich irgendwann unten der Mulcher auf der 10 fertig sein. Oder wie weit ist er? Der ist ja beim Vorgewende, so wie mir das aussieht. Ne? Wurde gemulcht. Komm, schalt um. Na? Jetzt macht's mit. Genau. Wurde gemulcht. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, die 6 und die 3 müssen wir beides mulchen noch, ne? Die 6 und die 3. Hier unten wird auch noch kräftig gearbeitet, ne? Weltarbeitstechnisch sind wir eigentlich gut dabei, ne?
Wir müssen uns dann nächsten Monat, ne, oder? Nächsten Monat überlegen, wo wir einen Raps ansehen. Welches Feld oder wo. Brauchen wir auch ein bisschen was. Ich denke mal hier drüben. Ah, oh, es hätte andersrum tickern sollen. Sag mal, hier die Felder bin ich jetzt nicht ganz abgeneigt. Ne? Feld 7 gehört uns ja auch schon. Was ist denn auf der 2 drauf? Was ist denn das für ein Gewächs hier? Das sieht mir doch aus wie Kartoffeln, oder? Kosten die 2? 2,9 Millionen, leck mich fett. Ja gut, So, wir müssen natürlich die Felder dort noch kalken, ne? Da sollten wir vielleicht schon mal einen einstellen, der hier ein bisschen Kalk rüberfährt, ne? Wie viel Kalk haben wir produziert? Da kenne ich das Display nicht. 99.000 Liter. Wo ist denn der an? Da will ich hin. Ups. Ja, aber eigentlich ist das LKW-Arbeit. Das muss kein Trecker machen, oder? Das ist eigentlich LKW-Arbeit. Wir haben doch bestimmte LKW hier mitten. Wie viel kriegt man hier weg? 50.000 oder 51.000. Genau, das wird hier LKW-Arbeit. Und zwar abholen. Ah, geht nicht mit ihnen abholen. Der kommt da nicht ran. Der muss ja rückwärts an den Trigger ran. Ne? Kriegt er die ehrenvolle Aufgabe? Ne? Abholen. Hafen Nord, Stone Crusher, Kalle. So, und Hof 2. Die Silos müssen wir noch umbenennen. Haben wir nicht unseres umbenannt? Genau, Hof 1 Anlieferung. Das müssen wir hier noch umbenennen. Anlieferung. Haben wir das bei uns genannt? Minus Hof 1 einfach hingeschrieben. Okay. Und Kalk. Und zweimal. So, setzen wir uns mal kurzerhand in den hier. Ach, da könnten wir auch gleich hier. Moment, wir nehmen den. Genau, wir müssen ja die Flüssigdünger noch fahren, ne? So, auch vorher machen wir mal eins. Wir laden mal hier hoch 2. Silo. Und schreiben mal hier dahinter. Hatte ich das mit Minus geschrieben? Ich weiß jetzt schon noch nicht mehr. Minus Hof 2. Abholung. Nee, so habe ich das nicht geschrieben, oder? Doch, Minus. Ach so, mit Leerschritt. Dann machen wir das ja auch so. Zack und zack.
So, und dann nehmen wir mal noch den für die Anlieferung. Weil da können wir das echt besser unterscheiden. So, minus hoch 2. Zack. Das ist nicht richtig, habe ich keinen Leerschritt dazwischen. Genau. So passt das. Und da können wir ja ausmachen. Und ihn nehmen wir mit. Oder beziehungsweise schicken den mal rüber. Zum Hof bei uns hin. Zum Flüssigdünger. Flüssigdüngerproduktion. Abholung. Genau. Dahin soll er mal fahren. Dass wir das entsprechend umlagern. In unserer Zementfabrik wird irgendwas alle, ne? Es geht am schnellsten, wenn ich hinspringe, als ich das in der Liste suche. Oh ja, gab es wohl ein Display. Gab es das schon immer? Nee. Hätte gesagt nicht. Verwalten. Ja, wir brauchen Sand. Gereinigten Kies. Würde ich sagen. Und das ist Mix 1, ist Sand, ne? Bei dem, was läuft oben, wer sagt er, bei... Block. Oh, was? Immer Mix 1, ne? Mix 1 ist Sand, ist klar. Was ist das zweite? Nee, irgendwas ist alle hier. Kabel ist alle. Kies ist schon alle. Ne? Der gereinigte Kies reicht bloß noch eine Weile. Da müssen wir Anlieferung durchführen. Wo sind denn die Kollegen? Der eine fährt doch... Boah, finde ich den jetzt? Der eine fährt doch diesen Kies einfach bloß ins... Lager. Ja, ist das schon manchmal? Das sieht doch schon mal gut aus hier. Da kannst du gleich mal umdisponieren, mein Freund. Und fährst Hafen Anlieferung hier, Kies. Da kannst du hinfahren. Das sollte das dort oben besser werden. Und der zweite, der steht doch hier rum, ne? Und ich kriege mit den großen Trecker kriege ich auch ein bisschen was weg, ja. Wie viel gereinigten Kies haben wir hier drüben drin? Ach, wo ist denn hier wieder eine Anzeige? 139. Arbeit beendet und wird blockiert. Ne? Ist nicht schlecht. Er wird blockiert. Aktion, okay. Hafen. Abholung gereinigter Kies. Richtig Hafen. Er kommt ebenfalls dort rein, wo der normale Kies reinkommt, in viel hier. Zack. Kurz warten, ob er auch was kriegt, aber ich denke mal schon. Ach ja, Ehrenrunde.
Das Fass ist da. Das kann nicht wahr sein. Fahr doch mal einfach auf der Straße hier nach hinten. So, das sollte klappen, oder? Na, kommt er weit genug drunter, ja. Jo, das passt. So, mal gucken, wer hier jetzt blockiert wird. Ich würde aber sagen, das ist eine Presse, ne? Warum wird die blockiert? Ach so. Weit sind sie nicht gekommen, die Jungs. Wir müssten ja fast ja noch auf Weltrandkurs einfahren. Fällt mir jetzt gerade so ein. Wenn der ja auch mal irgendwo zurückfinden soll. Ach, muss entladen werden. Na, besseren Ort hättest du jetzt nicht aussuchen können. Das kriegt er nicht hin. Oh, wir machen ja schon viel zu lange heute hier. Ich hole mir den gleich mal. Ich werde mir hier manuell abladen. Weil er wird jetzt sich um die Bäume dort kreiseln wollen. Gucken wir mal. Gut, aber ich mache das dann. Ja. Lad den jetzt ab und dann gucken wir, wo er dann am Freitag steckt. Ja. Denn ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Folge natürlich am Freitag. 9 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin und tschüss.